Heute versuchen wir zu erklären, was ein Musikproduzent ist und was für eine Rolle hat in einer Musikproduktion. Hallo Leute, sie ist Marcella. Er ist Marco. Und zusammen wir sind Colosseum Sound Factory. Was ist ein Musikproduzent? Und was für eine Rolle hat in einer Musikproduktion? Immer weniger Leute wissen sie das. Das stimmt. Der Musikproduzent spielt eine immer größere Rolle im modernen Musikproduktionsprozess und konzentriert sich auf viele Aufgaben. Das Arrangieren der Song, das Überwachen der Session und oft das Engineering des Sound und das Schreiben der Songs selbst auch. So können wir sagen, dass Musikproduzent immer mehr Synonym ist von Musiker. Ja, und wir können auch sagen, Musikproduzent hat viele, viele Rolle, viele verschiedene Arbeit in einem Tonstudio. Aber wir können sagen, es gibt drei Hauptphasen in der Arbeit des Produzenten. Erste Phase ist Vorproduktion. Beinhaltet das Songwriting und den Arrangementprozess. Während der Songwriting-Phase hat der Produzent vor allem die Rolle des Kritikers. Dank der Vorproduktion kann der Künstler zusammen mit dem Musikproduzent entscheiden, welche Part von Song am besten ist und welche weglassen müssen. Außer das, der Musikproduzent wird zusammen mit dem Künstler seinen eigenen Stil finden. Ja, und dann, wir haben die zweite Phase, heißt Tracking. Tracking ist die Aufnahme von Audio. Die Produzenten arbeiten in dieser Phase Side an Side mit den Künstlern und beraten sie bei der Verbesserung der Ausführung und der technischen Präzision, zum Beispiel Intonation. In einigen Fällen kann der Produzent ein Instrument spielen oder einen Chor singen auch. Dann wir haben eine dritte Phase, heißt Postproduktion. Was ist Postproduktion? Postproduktion ist Mix und Mastering und in dieser Phase ändert sich auch die Rolle von Musikproduzent. Aber über das werden wir ein anderes Mal reden, weil es gibt viel zu sagen und wir werden genau im Detail das erklären. Ja, jetzt wir hoffen, ist ein bisschen klar. Ja, ein bisschen mehr Ahnung hat, über was für eine Rolle hat ein Musikproduzent. Ja, so, wir danken für deine Zeit und ist alles für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte lass ein Like. Folge uns und abonniere auf den Kanal. Ciao. Bis nächste Mal. Und ich weiß jetzt, wer du bist. Alles drin.